Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich habe hier meine Schwester dabei. Wir drehen heute ein Fragen-und-Antworten-Video, denn die kleine Marlies ist schwanger. Ich habe das ja schon mal hier auf YouTube erzählt. Für alle, die es noch nicht wissen, Marlies ist schwanger und da habe ich auf Instagram noch ein paar Fragen gefragt. Und genau, da wollten wir heute eben, wie gesagt, ein Fragen-und-Antworten-Video drehen. Das heißt, ein paar Fragen sind vielleicht auch an mich, mal gucken. Die meisten Fragen, denke ich, sind an meine Schwester, die wird sie dann beantworten. Wir wünschen euch auf jeden Fall erstmal ganz, ganz viel Spaß. Auch von mir ganz, ganz viel Spaß. So, dann Marlies, erste Frage. Wie alt bist du? Ich bin 18 Jahre alt. Ja, und in welcher Schwangerschaftswoche bist du gerade? Ich bin gerade in der 20. Schwangerschaftswoche. Das heißt, Hälfte geschafft, Leute. Es geht so schnell. Also irgendwie gefühlt hat sie gestern erst gesagt, dass sie schwanger ist, oder? Wie findest du das? Oh ja. Es geht so schnell. Es geht richtig schnell. Das ist so krass. Genau, falls ihr auch noch, also ich weiß nicht, ob die Frage noch kommt, aber wir können ja direkt mal beantworten, wann das Baby ungefähr kommen soll. Das Baby soll, also bis jetzt ist der Entbindungstermin 17.02.2021, ja. Also ein Februar-Baby. Und dann Lia direkt danach, passt super. Und im Februar haben wir auch noch, doch, wir haben schon einen im Februar, aber passt trotzdem perfekt. Genau, so, weiter geht's. Marlies, wann fängst du mit YouTube an? Das weiß ich noch nicht. Also ich habe ja schon mal auf YouTube hier erzählt, dass sie auch mit YouTube und Instagram anfangen möchte. Instagram läuft schon, ne? Das ist ja schon ganz fleißig. Den Account verlinke ich euch unten in der Infobox. Genau, dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Auf YouTube... Das ist einfach ein riesengroßer Prozess. Marlies muss da sich noch ein bisschen von mir abgucken, ne? Du musst nur ein bisschen was lernen. Und reinfuchsen. Also. Genau, mit dem Schneiden und so. Das ist einfach so kompliziert. Und ich habe da selber auch ein paar Jahre gebraucht, bis man da so drin ist. Genau, deswegen braucht man Unmengen Zeit, um ihr das mal alles komplett zu zeigen. Aber ich würde sagen, vielleicht schaffen wir ja mal das erste Video zu drehen. Und dann werde ich das erstmal schneiden und hochladen. Und dann habt ihr auf jeden Fall schon mal das erste Video. Aber... es kommt und ihr werdet es auf jeden Fall erfahren. Spätestens bei ihr auf Instagram, also schaut da vorbei. Da erfahrt ihr bestimmt spätestens, wenn der YouTube-Account läuft. So, dann eine Frage an mich. Maggie, machst du noch was mit Reborn-Babys? Also einige wissen ja, dass ich mal damals mit Reborn-Babys was gemacht habe. Und da gab es ja auch einen YouTube-Account, beziehungsweise gibt es den immer noch. Und jetzt, seitdem Lia da, beziehungsweise kurz bevor Lia geboren wurde, habe ich damit gar nichts mehr im Hut gehabt. Also ich habe meine Reborn-Babys verkauft und jetzt ist das auch für mich komplett fremd. Also ja, ich bin da komplett aus der Schiene raus. Und ich mache das jetzt eigentlich nur noch beruflich. Ich mache die Reborn-Babys nämlich selber und für mich ist es eigentlich nur noch ein Job. Marlies, nächste Frage. Willst du danach noch ein Kind? Irgendwann mal. Irgendwann mal kann ich mir schon noch ein Kind vorstellen. Dann die nächste Frage direkt. Hast du eine Vorstellung, wie viele Kinder du irgendwann mal haben willst? Also hast du ein Limit oder sagst du, ich möchte auf jeden Fall drei oder ich möchte auf jeden Fall gar keine Großfamilie oder... Also früher habe ich immer gesagt, so 4 oder 5 gerne, aber jetzt mittlerweile weiß ich nicht so, vielleicht 2. 3 ist so ein No-Go, weil dann finde ich, das ist immer einer zu wenig oder zu viel. Also dann ist da irgendwie immer einer alleine. Also immer so entweder 2 oder 4. Mal gucken, was der Mann auch sagt dann später. Ja. Und vor allem erstmal muss sie ein Kind bekommen. Ja, vielleicht sage ich auch nach dem auf gar keinen Fall nicht nochmal. Ja, stimmt, das kann auch sein, ja. Also eine Frage an mich. Könntet ihr euch auch vorstellen, dass Lia ein Einzelkind bleibt? Also nein, für uns steht schon fest, dass auf jeden Fall ein zweites Kind kommen wird. Die Frage ist nur, wann? Und dazu möchte ich ja auch nichts sagen, das habe ich euch ja schon öfters erzählt. Aber auf jeden Fall wird es ein Geschwisterchen geben. Und wir haben auch schon immer gesagt, dass Lia auf jeden Fall kein Einzelkind bleibt. Also natürlich hätte ich jetzt nach der Geburt gesagt, ich fühle mich komplett und ich möchte kein weiteres Kind. Das war ja auch kurz nach der Geburt von Lia, war das ja auch so, dass ich gesagt habe, okay, ich fühle mich gerade gut, so wie es ist, aber ja, eigentlich war uns von vornherein immer klar, dass wir auf jeden Fall mehr als ein Kind wollen. Also Felix und ich. Marlies, weißt du das Geschlecht schon? Nein, ich weiß es noch nicht, aber ich habe nächste Woche einen Termin und hoffe sehr, dass ich das da dann erfahre. Ja, wir sind alle... Mittlerweile sind das nur noch 6 Tage. 6 Tage, Leute. Das heißt, wenn ihr das Video seht, wissen wir es wahrscheinlich schon. Mal gucken, ob sich das Baby zeigt. Stell dir vor, das zeigt sich einfach nicht. Wir warten jetzt die ganze Zeit auf den Termin.
Also bei meiner großen Schwester war das zum Beispiel so. Der Kleine hat sich immer nicht gezeigt. Und sie hat es, glaube ich, erst so 25. Woche, glaube ich, erfahren. Ne? Also richtig spät. Und sie war schon so traurig, weil sie wollte halt immer schon shoppen gehen und so. Ja, und jetzt sind Marlies selber schon in der 20. Woche und weiß es auch noch nicht. Ja, und ich möchte auch unbedingt zu shoppen gehen, auch wenn ich schon so viel geshoppt habe. Aber ja. Auch ich hoffe ja wirklich, dass es sich nächste Woche zeigt. Weil jetzt bei den Herztönen und so hat es auch immer ein bisschen gedauert, bis es sich gezeigt hat. Also die Frauenärztin sagt auch immer so, es ist so, dieses kleine Etwas ist halt, versteckt sich ziemlich viel und so. Und deswegen hoffe ich, dass es sich nächste Woche zeigt. Ja, hoffen wir mal. Also Lia war da ja komplett anders. Wir haben das ja schon in der 13. Woche erfahren. Und die hat ja immer Beine auf und alles und sich immer schön im Profil gezeigt. Also ja, Lia war da ja ganz offen und hat sich immer präsentiert sozusagen. Ah, guck mal, eine ganz komische Frage an uns beide. Was habt ihr für Erfahrungen mit euren eher altmodischen Namen gemacht? Also einige wissen ja, ich heiße eigentlich Margret, das ist ein sehr alter Name. Aber du kannst ja mal anfangen, Marlies ist ja auch so ein alter Name. Hast du schon mal schlechte Erfahrungen damit gemacht, dass jemand gesagt hat, was ist das denn für ein Name, passt ja gar nicht? Ja, es kam schon öfter mal so dazu, dass irgendwie mal Marlies, Marliese oder irgendwie so mal oder irgendwas anderes kam oder so. Oder gesagt wurde, was ist das dann für ein Name, so würde ich mein Kind niemals nennen oder so. Ja, aber ich bin zufrieden mit dem Namen. Meine Schwester hat den damals ja sich mal ausgesucht, habe ich mitbekommen. Und ja. Ja, also bei mir tatsächlich war das ein ganz, ganz großes Mobbing-Thema damals in der Schule. Also immer Margarete, Margarine, Margret, also ja, also es war ein Thema, wo ich immer sehr, sehr stark gemobbt wurde. Verstehe ich gar nicht, weil im Endeffekt ist es ein Name und ja, jetzt bin ich ganz glücklich, dass ich eher so einen altmodischen Namen habe, anstatt irgendwas, was man im Alter einfach nicht tragen kann. Also ich habe jetzt zum Beispiel Maggie als Spitzname, den habe ich seit der Geburt und den kann ich jetzt in meiner Jugendzeit, sage ich mal, sehr, sehr gut benutzen und später bin ich dann einfach Margret und ich finde, das passt einfach ganz gut. Und nachher kann man sagen, auch wenn es wahrscheinlich eine Oma Leonie und eine Oma, wie heißen die Kinder denn heutzutage, eine Oma Lia gibt, dann bin ich halt eben die Oma Margret. Ganz, ganz alt und altmodisch. Aber so ist es bei uns, wir haben alle so alte Namen und meine Eltern haben sich das so einfach ausgesucht. Und ja, wir sind alle wirklich sehr zufrieden. Damals als Kind gar nicht, also wie gesagt, ich wurde ja auch gemobbt, aber jetzt finde ich es völlig in Ordnung. Ja, als Kind war ich auch nicht wirklich so zufrieden. Nur wegen den ganzen Verwechslungen oder halt anderen Sachen, wie was aus dem Namen gemacht worden ist, aber jetzt mittlerweile. Ja, man wird halt eben auch älter und jetzt hat man eine ganz andere Sichtweise als Kind damals. Da hat man sich einfach immer nur geärgert, aber jetzt ist es, gehört einfach dazu. Eine Frage an uns beiden. Auf einer Skala von 1 bis 100, wie sehr freut ihr euch auf den Muckel? Also, das kleine Baby ist wohl gemeint. Also mal, wie sehr freust du dich auf deinen Muckel? Ganz klar 100%. Ich freue mich auch 100%. Ich bin so gespannt. Ich habe heute Morgen erst überlegt, wie wird das sein, wenn sie ein Baby hat? Ja, wie ist das so? Das habe ich mir damals bei meiner großen Schwester auch gefragt. Jetzt hat sie ein Baby und man kann sich das irgendwie gar nicht mehr anders vorstellen. Aber jetzt sich so vorzustellen, dass Marlies ein Baby hat, ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig. Ich freue mich so doll. Ich bin Feuer und Flamme. Ich freue mich, wenn endlich Februar ist. Ich auch. Marlies, eine Frage an dich. Bist du noch mit dem Papa zusammen? Von deinem Baby? Ja, ich bin noch mit dem zusammen. Und weil immer alle fragen, ob Marlies denn auch hier eine Wohnung bekommt bei uns, weil wir ja auch hier im Haus meiner Eltern gebaut haben, oder ob sie noch in dem Kinderzimmer bleibt. Also bei ihr ist es so, oder du kannst ja mal erzählen, sie wohnt in ihrer eigenen Wohnung schon, ne? Mit deinem Freund zusammen? Ja, ich wohne in einer eigenen Wohnung mit meinem Freund zusammen. Ja, seit Ende letztes Jahr, November, hat er die Wohnung. Ich bin immer Mitte April dazugezogen. Und ja. Genau, also sie wohnt gar nicht mehr hier bei uns im Elternhaus oder bei meinen Eltern, sondern hat schon ihren eigenen Haushalt und ist schon selbstständig. Und da gibt es auch ein Babyzimmer, ne? Da sind die auch schon fleißig am Einrichten und Umräumen. Aber das wird ihr auch alles sehen, wenn das denn soweit ist. Also, nächste Frage. Marlies, was für einen Kinderwagen hast du? Und war es dein Traumkinderwagen?
Ich habe einen von My Junior. Ich glaube, das ist von My Junior Vita. Genau, der Vita ist das. Und ja, also ich habe ihn bei eBay gesehen, aber dann war er mir ein bisschen zu teuer. Aber ich mochte dieses runde Gestell und ich wollte einfach nichts anderes mehr. Und für mich war eigentlich klar, dieser Kinderwagen. Und mir haben so viele Leute, Freunde, Familie, so viele Kinderwagen geschickt oder so. Oder Anzeigen geschickt. Aber mir war so klar, ich brauche dieses Modell. Ging es nicht so drum rum oder so. Und dann hat man danach immer geguckt, irgendwann was Günstigeres gefunden. Ja, und der musste es dann einfach sein. Haben wir uns ihn angeguckt und dann war auch sofort klar, ja, den nehmen wir. Ja, aber das werdet ihr auch bestimmt irgendwann spätestens auf Instagram sehen bei ihr, den Kinderwagen mal. Der ist auch wirklich super schön, mir gefällt die Farbe so gut. Und genau. Also das steht schon mal. Die nächste Frage an uns beiden. Wie weit wohnt ihr Schwestern alle auseinander? Also das ist... Gute Frage. Ja, also Marlies und ich wohnen ungefähr 35 Kilometer auseinander. Ne? So ungefähr. Und zu meiner anderen Schwester, zu meiner großen Schwester sind es auch ungefähr so 35 Kilometer. Genau. Und dann habe ich noch eine Schwester, die ist noch ein bisschen weiter. Ja. Aber sonst war es das eigentlich. Also die wohnen alle irgendwie so in einem Umkreis und wir sind ja weggezogen damals. Und deswegen sind es so 35 Kilometer zu den anderen. Gut, die nächste Frage an Marlies. Hast du eine Ausbildung und wenn ja, welche? Ich mache eine Ausbildung noch als Fachkraft im Gastgewerbe. Und das hört sich voll gut an. So, Fachkraft im Gastgewerbe. Und das ist halt so... Restaurant, Küche, Tankstelle, alles um ein und so. Und Ende November habe ich die Prüfung und also alles passt sozusagen, dass es mit dem Baby auch klappt und genau, so. Genau, Ende November ist Marlies dann fertig mit der Ausbildung und ja, passt ja dann perfekt. Und es geht ja auch noch, was für einen Monat bist du dann? 8., 7. oder 8.? 7. glaube ich, ne? 7. ungefähr. Das passt ja, da hat man noch nicht so die Kugel, da kann man auch gut eine Prüfung schreiben, ne? Genau. Marlies, wann und wie hast du deiner Schwester bzw. deiner Familie von der Schwangerschaft erzählt? Ratter, 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 ratter. Ich weiß es noch. Zuerst habe ich es eigentlich eigentlich nur meiner großen Schwester und Maggie über WhatsApp erzählt. Und dann halt, wo es offiziell war, weil es halt ja, wer halt mich auf Instagram verfolgt, auf der neuen Babyseite, weiß ja, dass es am Anfang nicht so berauschend aussah. Und stimmt, es gab ein paar Probleme, Komplikationen, beziehungsweise hat die Frauenärztin gesagt, Marlies sei gar nicht schwanger. Und hat halt empfohlen, abzutreiben sozusagen. Und dass es eh nur tot ist oder sie weiß gar nicht genau, was da überhaupt war oder sonst was. Aber Marlies ist stark geblieben und hat gesagt, nee, sie möchte trotzdem nochmal warten auf den nächsten Termin. Und dann, ja, war alles paletti, ne? Perfektes Baby, alles super entwickelt und ja, beinahe hätte Marlies oder du warst ja eigentlich sicher, dass du warten möchtest, ne? Aber die Frauenärztin hat eigentlich alles dafür getan, so. Das hatte ich damals auch, dass meine Frauenärztin gesagt hat, ich soll lieber abtreiben, weil ich ja so jung bin. Und das hatte Marlies halt eben jetzt auch so ein bisschen gespürt, ne? Und aus dem Grund hat sie jetzt auch die Frauenärztin gewechselt, ne? Ja. Habe ich ja damals auch gemacht, weil das ist einfach die beste Entscheidung. Weil das sind so schöne Momente, die man beim Frauenarzt hat. Und wenn man dann so eine Frauenärztin hat, das ist nicht so schön. Ja, aber wir sind alle froh, dass Marlies da stark geblieben ist und jetzt ist das Baby ja topfit und gesund. Genau, und dann, als das feststand, dann hast du es ja erst Papa und so erzählt, ne? Zuerst habe ich es ja euch über WhatsApp erzählt, euch beiden. Dann habe ich es beim Grillen den Eltern von meinem Freund erzählt. Da haben wir einfach halt so zusammengesessen und plötzlich sind dann alle woanders hingegangen. Dann aber irgendwann kamen sie doch nochmal zusammen und haben das schon so, mein Freund hat so ein paar Andeutungen da drauf gemacht, aber dann war es eher so, nee, eher nicht so und so. Und
Dann aber jetzt so mit der Zeit wurde es immer mehr und die freuen sich jetzt auch mittlerweile ziemlich darauf. Und ja, dann einen Tag später war ich hier bei meinen Eltern. Wir haben auch gegessen. Ich habe so eine Box fertig gemacht und wo halt so ein Test und Ultraschallbild und so drin war. Die habe ich dann erstmal die ganze Zeit drin versteckt oder so, weil bei uns in der Familie ist es schwierig, alle auf einen Fleck zu behalten. Und wenn es mal klappt, dann ist es vielleicht nur für 5 Sekunden und dann ist wieder jeder woanders. Der eine holt was, der was, der andere sucht was. Ja, und das ist immer so richtig schwer mit dieser Familie. Und dann war es einmal kurz so, dann dachte ich so, okay, geil, mein Moment, ich hol die Kiste und so. Aber dann hatte ich die Kiste die ganze Zeit hinterm Rücken und war dann halt auch so, ich guck nach draußen, weil wir haben das halt draußen unter unserem Pavillon. Ja, Pavillon gemacht. Auf der Terrasse. Und da sehe ich dann plötzlich, dass wieder 2 fehlen. Und ich war so genervt, weil das ist immer so ein Problem, alle zusammen zu finden. Und dann hat Maggie ein bisschen Stress gemacht, so alle zusammen gepfiffen, dass sie kommen sollen. Und sind dann auch alle gekommen. Dann habe ich das meinen Eltern gegeben. Und ja, die haben erst mal so gefragt, so was ist das? Warum kriegen wir jetzt was? Wir haben noch nicht Geburtstag oder sonst was. Und dann haben ich und Maggie einfach nur so gesagt, so, das ist einfach nur so, guckt einfach rein. Ihr werdet es dann schon sehen und so. Und mein Papa dachte übrigens, dass ich eine Schwangerschaft verkünden möchte, hat er gesagt. Ja, und hat wieder schon gedacht, weil ich immer auch dafür gesorgt habe, dass die alle so kommen. Und dann hat Papa schon so komisch geguckt, hat dann am Ende auch gesagt, ja, ich hätte jetzt gedacht, dass Maggie schwanger ist. Ja, ja, die haben das echt gut aufgenommen. Ja, Papa hat sich voll gefreut. Also bei mir war das ja leider nicht so. Da war die Reaktion ja so ein bisschen gemischt. Aber bei Marlies haben die sich echt tatsächlich voll gefreut. Marlies, hast du ein Gefühl, welches Geschlecht dein Baby haben wird? Hast du schon irgendwie so ein bisschen, wo du sagst, ja, es könnte sein? Ich habe so im Gefühl, und viele sagen ja auch, das Gefühl stimmt. Bei meiner großen Schwester hat es ja auch gestimmt. Bei mir auch. Ich habe so ein Gefühl, irgendwie ein bisschen, dass es ein Junge wird. Das würde passen, ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, es passt zu Marlies, ein Junge. Aber ich tatsächlich habe im Gefühl, dass es ein Mädchen wird. Ja, voll viele sagen so, es wird ein Mädchen bei mir. Aber wenn sie dann meinen Bauch sehen, sagen dann alle so, so wie dein Bauch wächst, wird es auf jeden Fall ein Junge und so. Da hat dein Gefühl vollkommen recht und so. Deswegen bin ich mal gespannt. Also, bin ich so gespannt. 6 Tage noch. Willst du eigentlich, können wir auch mal direkt hier fragen kurz, willst du eigentlich das mit dem Luftballon machen? Für, ja, YouTube oder so? Oder für Instagram? Das wäre voll cool, glaube ich. So wie wir damals gemacht haben mit so einem Luftballon. So eine kleine Geschlechtsparty oder Verkündung. Ja, möchte ich machen. Cool, cool, freue ich mich auf jeden Fall. So, die letzte Frage. Genau, wir sind nämlich schon fast am Ende hier von allen Fragen und das Video ist auch schon viel zu lang. Genau, kommt Marlies mit nach Eschwege. Eschwege. Also, falls einige nicht wissen, was es ist, das ist eine Messe in Eschwege. Und da geht es um Reborn Babies und da werde ich wieder ausstellen. Das heißt, ich gehe da beruflich hin und letztes Jahr war Marlies dabei. Und jetzt an dich die Frage, kommst du wieder mit? Ja, ich komme wieder mit. Yeah. Oder eher gesagt, wir kommen mit. Genau, Baby und Freund wahrscheinlich auch, ne? Ja, Freund auch. Wir freuen uns auf jeden Fall. Das war mega schön letztes Jahr. Genau, vorletztes Jahr war ich schwanger. Nun ist Marlies schwanger. Jemand immer. Ja, und ja, was wollte ich sagen? Sogar fast gleich, ne? Ich war damals auch im 6. Monat und Marlies ist dann auch im 7. Monat. Ja, passt. Genau, und das war's auch eigentlich. Das waren alle Fragen. Wir können das gerne nochmal machen, beziehungsweise bald vielleicht bei Marlies auf dem Account, auf dem YouTube-Account. Ich hoffe, wir haben alle Fragen beantwortet. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, dann beantworte ich das eben schnell per Kommentar oder wir machen einfach nur einen zweiten Teil, je nachdem, wie viele Fragen es werden. Es kommen relativ viele gleiche Fragen immer, deswegen haben wir jetzt sehr, sehr lang die richtigen Fragen gesucht. Ich hoffe aber, wir haben euch einiges erklären können. Möchtest du noch irgendwas sagen? Nö. Schaut bei ihr auf Instagram vorbei. Ja.
Sie gibt sich mega viel Mühe für die Fotos und ich finde ihren Account schon mega schön. Und genau, ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag und dann bis zum nächsten Video. Tschüssi! Bis zum nächsten Mal.